Ich hatte gerade noch mal einen Vision Board Workshop und ja, wir haben wieder Unternehmerinnen ihre die inneren Bilder geteilt, das Vision Board geteilt, was ihnen intuitiv eingegeben wurde zu ihrem Business-Traum, zu ihrer Business-Vision. Und ja, mich berührt es einfach so sehr, weil wir leben ja in einer relativ leistungsorientierten Gesellschaft leider immer noch, wo es ganz wichtig ist, das zu zeigen, was man bereits geschafft hat. Ja, also ich habe bereits geschafft, keine Ahnung, ich habe geschafft, Kunst zu studieren und einen Abschluss zu machen. Ich habe geschafft, drei Kinder herzustellen. Ich habe geschafft, nach Costa Rica zu gehen. So, und dann wird dafür dann entweder so gefeiert oder auch nicht, je nachdem, wie die persönliche Reaktion ist. Aber so, das wird, wenn dann irgendwas gelobt wird, wird das gelobt, was man geschafft hat. Ja, und was mich an dieser Arbeit so berührt mit dem Vision Board, ist, dass da Unternehmerinnen, Frauen mir so sehr vertrauen, dass sie ihre inneren Bilder mir zeigen von dem, was noch nicht passiert ist, von dem, was erstmal nur eine Möglichkeit ist, ja. Und ganz oft teilen wir das ja nicht, das erzählen wir ja ganz oft niemandem, weil es könnte ja auch sein, wir schaffen das nicht umzusetzen. Und ich glaube aber ganz fest an diese, also ich habe jetzt zwei Workshops gegeben und ich entwickle gerade dieses neue Format. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich diesen Workshop gegeben habe mit Canva, dein Vision Board fürs Business erstellen. Und alle Frauen, die da teilgenommen haben, alle Unternehmerinnen, da hatte ich das Gefühl, das werdet ihr schaffen. Ja, ich glaube hundertprozentig daran. Und ich sage jetzt mal auch wenn du jetzt hier zuschaust, ich glaube daran, dass du das, was du dir erträumst von deinem Business, schaffen wirst. Ja, weil du hast diese Power, du hast diese Kraft. Und ja, vielleicht mangelt es manchmal an Zeit oder vielleicht mangelt es manchmal an Geld oder an bestimmten Sachen. Aber du hast diese Kraft und wenn du dich auch fokussierst auf ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel eben mit einem Vision Board, ja, kannst du diesem Ziel einfach jeden Tag einen kleinen Schritt näher kommen. Ja? Einfach jeden Tag ein kleiner Minischritt. Was muss ich heute tun, um dieser großen Business-Vision näher zu kommen? Ja? Ein erster Schritt ist eben zum Beispiel diese Bilder erstmal überhaupt aus sich herauszuholen, ganz konkret zu überlegen, was will ich eigentlich machen und dadurch schon mal konkreter zu werden und zu fokussierter. Ja. Und ich glaube eben daran, dass diese Unternehmerinnen das tatsächlich schaffen werden, weil es gibt einen Grund, warum diese Idee zu demjenigen kommt, zu derjenigen kommt. Ja. Es gibt einen Grund, warum eine bestimmte Idee zu dir kommt. Wenn diese Idee zu dir kommt, heißt das, du hast die Möglichkeit, die umzusetzen. Wenn diese Idee zu dir kommt, heißt das, du bist diejenige, die das umsetzen kann, dass sie es erschaffen kann, die diese Idee aus der Ideenwelt in die physische Welt holen kann, ja? Und ich glaube ganz fest, dass du das kannst. Dein Business-Traum ist schon Wirklichkeit in der Zukunft. Du musst nur noch den Weg dahin finden, ja? Und das Vision Board ist wie dein Kompass, so als ob du einen Kompass hast, um zu wissen, in welche Richtung du musst. Weil wenn du nach Mexiko möchtest, aber du gehst jeden Tag mehr nach Saudi-Arabien, wo du vielleicht gar nicht hin willst, weil du bist lieber nach Mexiko, dann macht das keinen Sinn. Ja? Das heißt, du brauchst irgendeine Form von Kompass und so ein Vision Board ist ein Mittel von vielen, um zu wissen, jeden Tag zu wissen, ich setze mich an den Laptop, was muss ich tun? Ne, das Vision Board, was du dir in Canva erstellst, kannst du dir als Bildschirmhintergrund installieren auf dem Laptop. Das heißt, der Laptop geht an und bumm, erinnert dich das Vision Board daran, was deine Vision ist. Ja? Du kannst das nicht vergessen. Und du kannst auch den Fokus nicht verlieren, weil du das immer wieder siehst, ja. Und dann kannst du dich fragen, was ist heute der nächste Schritt auf dem Weg zu dieser großen Business-Vision? Und ja, es liegt mir einfach so sehr am Herzen, weil es hat so eine Magie, wenn etwas gezeigt wird, was noch nicht da ist, was so langsam erst so aus dieser Ideenwelt kommt und das wird wahr werden. Du wirst das schaffen. Du gehst einfach jeden Tag einen kleinen Schritt in Richtung dieser großen Vision. Alles Liebe, die Eva Beer. Thank you.